Gehabt euch wohl, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Let's Build Stormwind. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, in der letzten Folge haben wir hier diese Straßenzeile jetzt bis zum Tor mal fertig gemacht. Sehr viel, was wir da gemacht haben. Heute geht es für uns darum, hier die Straße fertig zu dekorieren. Zum einen und zum anderen hier noch ein paar so Falltüren und so anbringen, ne? Gut. Was braucht man? Machen wir zuerst. Machen wir die hier, die Blumenkästen, sage ich. Die Bäume, was hier gepflanzt sind. Und zwar steht einer ja hier. Ziemlich genau. Da stellt man hin, ja? So. Kommt jetzt mal ein Block Erde rein. Wieso habe ich nur 4 Erde im Inventar? Ist eigentlich ein bisschen wenig. Dann haben wir eine Laterne, die was ziemlich genau hier steht. Die markieren wir uns gleich mal. Das machen wir dann am nächsten Tag. So. Jetzt können wir schlafen. Da bin ich übrigens immer noch nicht happy mit den Sockeln von der Laterne. Es wäre möglich, dass wir das irgendwann mal alle nachkorrigieren, ja? So, komm. So geht das nicht. Na, geht schon. Arg. Ey, was ist denn los? Spiel, willst du mich nerven, ne? So. Haben wir wieder eine Laterne mehr, die was uns hier Licht schenkt. Muss jetzt kurz schauen. Die andere Laterne, hier hinten ist ja keine Laterne. Aber wir haben hier noch eine Laterne. Ah, da müssen wir zuerst den Gehweg. Machen wir natürlich wieder mit Halbstufen, um Material zu sparen. Das füllen wir jetzt kurz mal aus. So, die Gänge hier werden alle dann später zugemacht, ne? Ist klar. Das sind momentan nur so Abkürzungen, um schneller zum Lager zu kommen. Wenn wir hier was brauchen. Gut, das ist ja klar soweit hier alles, ne? Hier geht das so rein. Und da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob wir hier eventuell, nämlich, das müssen wir uns jetzt mal anschauen, das wäre dann der. Gib mal her. Da ist der Gehsteig eigentlich 2 breit, ja. Und geht dann hier auf 1 zu. Das gefällt mir so fast besser. Das heißt, das machen wir hier. Nee. Dann müssen wir hier dann eins weiter hinten machen. Gehen wir das mal weg. Okay. Gut. Ziehen das mal nach hinten. Schaut gleich wieder ganz anders aus, als wenn hier ein bisschen Straße verlegt ist und Gehweg, ne? Hier ist eh klar. Geht's eh nicht anders. Das wird jetzt dann spannend. Das wird spannend hier. Bin mir noch nicht sicher, wie wir das richtig machen sollen. Da haben wir auch die Erhebung drin. Also die Erhöhung. Hammer. Nöp. Komm, mach hier mal so einen halben Steck, dann kommt der Ganze raus, genau.
Dann versetzen wir nämlich den Brunnen. Den müssen, wie macht man den Brunnen? Ich würde sagen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beim fünften 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Müssen wir jetzt natürlich, damit das Wasser dann... Achso, nee. Blödsinn. Halbstufen sind eh unten. Brauchen wir einmal rundherum auch solche Ziegeln. Nur wie hier... Oh doch, ich habe eine Idee. Und da kommt der Verrückte schon wieder. Servus, Papa Rogue. Okay. Ich habe tatsächlich eine Idee. Falls du im Lager bist, nimm mir bitte einen Kessel mit. Danke. Da kommen sie gleich alle wieder, die tapferen Maritonen. Ha. Ich bin so dankbar immer für eure Hilfe. Ohne euch würde ich das hier bei Weitem nicht so schaffen, ne? So, das kommt jetzt erstmal weg hier. Danke. Und hi, Eva. So. Ich wollte. Schön ist er gestartet, ne? Schön macht er das. Gut macht er das. Ja, fein hast du das gemacht. Ich kann das leider nicht so gut. So. Und hier wäre dann hier der Gehweg, ne? Ja. Du gehörst hier nicht hin. Damit wir gleich mal wissen, auf welches Niveau wir kommen müssen. Haben wir keine Ziegelsteine mehr. Die braucht man, glaube ich, hoffe ich nicht. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder genug. Zeichnen wir uns das gleich an, wie wir hier herkommen müssen. Auf welches Niveau. Arg! Marito. Danke, Thomas. So. Jetzt muss ich kurz mal raustappen, einen Screenshot zurückgehen. Dann sehe ich nämlich die Seite hier drüben. Wie die aufgebaut ist, kommen wir quasi jetzt direkt hier zweier Breite. Okay. Ja. Ungefähr, damit wir hier vielleicht gleich abschließen, wären wir hier, ne? Das ist jetzt nämlich auch das Thema, das müssen wir jetzt auch berücksichtigen. Da müssen wir drüben nämlich die Straße noch um eins tiefer setzen, also den Gehweg. Weil hier sind wir am Halbblock und drüben sind wir unten. So. Auch doof, nämlich sonst. Das heißt, das müssen wir auch noch anpassen hier. Damit wir hier wieder auf derselben Höhe dann sind, ja. You know what I mean, liebe Freunde, you know what I mean. Okay, ich würde es hier jetzt mal probieren, ob das hier mal ohne Treppen gemacht, ne? Ja, hier haben wir es ohne Treppen gemacht. Das heißt, wir müssen es hier auch ohne Treppen machen. Damit, ihr wisst, ich bin so eine Symmetriesau, ne? Entschuldigung, sagt man nicht mal zum Marito, ich weiß. Ich bin ein Mensch, der gerne Symmetrie mag. Besser? Nicht wirklich, oder?
So, hier kommt der hin. So, so. Hier haben wir Stufen eingebaut, okay. Haben wir Stufen zufällig? Alles haben wir. Okay. Ganze Blöcke. Ja. Wird ja. Freunde, es wird. So, da haben wir gesagt, müssen wir das Niveau ändern, oder? Also ab hier. Da müssen wir das Niveau ändern. Okay, was haben wir hier gedacht? Thomas darf halt das nicht sehen, dass ich da unten drunter was freilasse. Das mag der gar nicht, ne? Da wird das so richtig zum Monk des Grauens. Da wird er richtig zum Monk des Grauens, Leute. So, hier oben. Hier wird es aber dann eigentlich, warte mal, lass mich das kurz probieren, eigentlich wieder mit den Dingo gehen, ne? Mit den Treppen, ja. So sollte das auch eigentlich sein. Herrgott, nochmal. Ups, schlafen gehen. Wir gehen schlafen. Mittlerweile hängt halt alles schon ein bisschen zusammen und man muss das alles ein bisschen behirnen. Das heißt, eigentlich auch hier, ne? Okay. Ups. Haben wir keine mehr. Machen wir uns halt welche. Eigentlich hier auch, ne? Schande. Es ist halt relativ schwer hier mit den Aufgängen. Generell, das Thema Straße ist für mich sehr schwer. Eben mit dieser Bordsteinkante, dass das alles dann schön ausschaut. Mir gefällt es zum Beispiel nicht, dass das hier breiter ist, ne? Aber da gibt es halt keine andere Lösung, leider. So. Jetzt setzen wir hier eben mal. Seht ihr auch, wie schnell hier der Bruchstein wieder zur Neige geht. Das mag man ja gar nicht glauben, ne? Schon ist er weg. Machen wir uns gleich noch einen neuen. Ich möchte nämlich mal zumindest bis hierher den Weg haben. Der Weg da ist, ja, können wir auch gleich ein bisschen breiter ziehen. Damit man den grausigen Sand des Elends nicht mehr sehen hier. Ich muss mir erst anschauen, wie breit hier die Straße tatsächlich ist. Aber bis hierhin können wir uns schon ziehen, ne?
passt. Da kommen noch Treppen rein. Ja. Gefällt mir gut. So, legen wir den Bruchstein gleich hier wieder rein. Dann das. Das. Und das und das. So. Wir haben eine Laterne hier genau davor. Also genau hier. Wir haben eine Laterne hier. Haben wir da drüben echt nur eine Laterne? Das glaube ich jetzt fast gar nicht. Nee, das passt schon. Hier in der Ecke haben wir auch eine Laterne. Hier. Okay. Ah, da haben wir jetzt eh wieder was. So, bereiten wir uns das gleich vor im Inventar. Zack, zack. Dann setzen wir den nämlich gleich. Ich bin letztens mal, per Nacht habe ich mir das mal angeschaut hier. Und es hat schon Flair, ne? Es hat schon definitiv Flair hier. Durch die ganzen Laternen in der Nacht. So. Passt. Wir haben dann... Das tun wir schnell mal weg. Dann brauchen wir wieder das hier. Oh, hier haben wir eine Laterne vergessen. Hier haben wir doch glatt eine Laterne vergessen. So. Haben einen Baum hier drüben gepflanzt und einen Baum hier. Ja, das ragt aber so drüber. Was soll ich machen, Spiel? Spiel, was soll ich tun? Das schaut halt so aus, wie es ausschaut. Gut, hier brauchen wir... Wie macht man den Brunnen? Ne, jetzt müssen wir eins größer machen. Haben wir hier glatten Stein irgendwo? Nein. Nein. Dann holen wir uns eben glatten Stein. Das machen wir jetzt auch gleich noch. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, sollten wir auskommen. War schön. Ja, es schaut schon cool aus. Ja, gefällt mir. So, das heißt, wir machen hier mal... Ups. Einmal glatten Stein rundherum. Wobei, dann braucht man den Kessel hier auch gar nicht. Dann können wir so auch rein leeren. Das Wasser. So, brauchen wir... Nehmen wir natürlich Fichtenholz. Haben wir jetzt eh zu viele Falltüren. Eine Kette. Einen Eimer Wasser. Hier steht eben ein kleiner Brunnen, der was eigentlich, wenn du mich fragst, total umsonst ist. So, und oben macht der hat so einen Querbalken oben. Den machen wir in dem Fall so. Da in der Mitte kommt dann eine Kette runter. Und jetzt muss ich schauen, das weiß ich jetzt nämlich nicht. Eigentlich müsste sich die Kette dann noch einmal ausgehen. Jawohl. Ja, so ungefähr schaut das aus. Da gehört aber jetzt noch eine Umrandung gemacht. Oben, damit es höher ist. Und hier unten einmal rundherum. Ups. Machen wir
Backstein. So. Zack. Dann gehen wir das ganze Straßenbauzeug jetzt mal weg. Achso, das brauchen wir auf der anderen Seite drüben. Auf die habe ich jetzt gar nicht gedacht. Auf die andere Seite habe ich noch gar nicht gedacht. Das werden wir aber auch in dieser Folge nicht mehr schaffen. Ich überlege gerade, was wir da drauf legen. Machen wir einfach nur so. Oder? Wie wäre es denn, wenn das so ausschaut? Wie wäre denn das? Jawohl, wären die Ecken jetzt hier nicht? Dann wäre es ein bisschen runder. Und dann würde mir das auch gefallen, glaube ich, wenn es ein bisschen runder ist. Und man vielleicht die, dich, dich und dich. Wo sind's da? Wenn man es so macht, ne? Also rund ist jetzt übertrieben gesagt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. So und so. Ja, doch. Doch, das gefällt mir. So, hier in die Ecken kommen dann noch Kisten, aber da machen wir dann einfach in der nächsten Folge weiter. In der nächsten Folge bauen wir hier weiter unsere Straße aus. Und bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Dabeisein und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, Baba, euer Marito.